Willkommen zurück. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Leute, sieht das nicht einfach Hammer aus? Bin jetzt mit der Dingsgeschwindigkeit so nah wie möglich da rangekommen und muss jetzt aber noch mal ein paar Minuten fliegen und hab's jetzt geschafft. Ja! Es sieht überhaupt nach, eigentlich sieht es noch nach Gesteinstrümmern aus im All. Aber hey! Das ist das Coole daran. Hier, das da. Hier, das mit Salvia Kokat. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie anschreiben kann oder. Eine Einladung ist da. Eine Einladung? Ach, ich habe eine Einladung mit. Was? Ah! Ja, ich weiß, als über Station verlassen haben. Wissen Sie, ich arbeite für eine Gruppe, die sich dann ihren Entscheidung sehen würde. Wenn Sie uns dabei helfen, indem Sie mehr über uns erzählen, wird diese Abschaumarbeit, sorge ich dafür, lohnt werden. Falls Sie in der kommen, ein Büroräume auf Station zur Station warten, kümmern Sie sich dann um den Rest. Cool! Das werde ich machen. Achso, und hier sind wir ja jetzt auch. Cool. Muss ich mal gucken. Nein! Ach, ich bin so ein Idiot. Was? Nur 5000? Wo soll ich die jetzt hinbringen? Verdammt. Verdammt! Ich hätte 60.000 bekommen. Das muss doch noch irgendeinen anderen Sinn haben. Alter, ich habe jetzt gerade 50.000 verloren. Hätten die mich doch gleich an die Station gelassen. Na los. Auf und davon. Durch das Asteroidenfeld. Gut, nur 5000? Ich hätte über 60.000 dafür bekommen. Jetzt war ich die Einladung. Na, mal gucken, also es muss doch irgendeinen anderen Grund auch noch dafür geben. Ich krieg da hoffentlich nicht nur die 5000. Hoffentlich ist es gar keine Falle. Hoffentlich ist es gar keine Falle. Hoffentlich ist das keine Falle. Massensperre. Mensch, ich will hier raus. Ich habe kaum noch Treibstoff. Hoffentlich komme ich noch irgendwo an. Massensperre. Los. In der Zeit kann ich mal gucken, wie lang ich springen muss. Ein Sprung, noch ein Sprung müsste ich eigentlich schaffen. Mit dem, was ich jetzt noch habe. Wenn ich es nicht schaffe. Wenn ich nicht schaffe. Könnte man hier so eine Art ADAC rufen? Das wär's. Ist hier eine Station? Ey, bitte lass da eine Station sein, wenn notfalls aber irgendwas ist. Nein! Gut! Wisst ihr, was das heißt? Das heißt Risiko. Das heißt Risiko. Oh, Massensperre, Leute! Ich will von dem Gasriesen weg. Risiko. Massensperre. Ach Leute, kommt. Ah, super Folge. Naja. Ah. Komm. Verdammt nochmal. Und wie geht's euch so? Ajo, lustige Intrige, das mit den Nachrichten und alles so. So komplex hätte ich das Spiel gar nicht gedacht. Vielleicht wird es ja noch komplexer. Schon lustig, schon lustig.
Hoffentlich komme ich hier langsam mal raus. Ja, was gibt's denn sonst noch so? Ja, wer hat denn das Spiel? Das habe ich glaube ich schon gefragt. Würde Spaß machen, mal eine Runde hier rumzufliegen. Vielleicht, keine Ahnung, aber viel kann man ja damit auch nicht machen. Da unten ist das Asteroiden. War da gerade wieder einer? Hier ist das Asteroidenfeld an sich. Ich fliege erstmal ganz weg davon. Wie komme ich denn ganz weg davon? Ich weiß nicht. So eine Sektor, also so eine dreidimensionale Raumkarte von dem Sternsystem, wo ich gerade drin bin, gibt es irgendwie ohne. Das bemängel ich etwas. Könnt ihr mir helfen, jetzt hier wegzukommen? Ah, Massensperre ist weg. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Komm. Ich habe kein Thema zum Quatschen. Los. Das wird jetzt lustig, wenn wir ohne Sprit in dem Sternsystem landen. Gibt's sowas wie, dass man dann Notruf absetzen kann, dass man dann Treibstoff bekommt oder so? Das abschleppen. Unterlichtgeschwindigkeitsabschleppen. Das wäre es natürlich. Was? Nur knapp 2 Lichtjahre. Gut, das ist ja alles tragbar. Das ist ja alles okay. Gut, das schaffen wir. Na, mal gucken, wie das jetzt läuft. Dabei hätte ja ziemlich viel Verlust gemacht, wenn ich das jetzt hier, ne, versaubeutle. Aber ich habe auch schon relativ gute Beziehungen mit der Station, weil ich habe da schon öfter Sklaven oder illegale Stabilisationen, Waffenstabilisatoren habe ich da auch schon weggeschafft und so. Und habe da eigentlich schon gute Beziehungen. Ich glaube, das ist da relevant, dass man bei so einer Organisation eine gute Beziehung braucht. Und dann kommt eine andere Organisation und sagt, hier, wir wollen die dann irgendwie so, und dann ist cool. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Mal gucken, was mich jetzt hier gleich erwartet. Ich muss durch den Stern will ich nicht unbedingt. Mit Warp 9. Um den Stern herum und dann reisen wir in die Vergangenheit. Naja. Wir müssen sie so weit weg von hier wie möglich. Hier gibt es Toten. Irgendwie ist hier überall Krieg. In dem Gebiet, wo ich bin, gibt es nur Krieg. Das kann man auch sehen, wenn ich jetzt mal. Muss ich jetzt euch mal so zeigen. Galaktische Karte. Mission, ein kleines Abbau. Ja, ja. Machtspiele. So. Und jetzt sieht man das. Und ja. So richtig verstehe ich das nicht. Das sind halt Haufen Fraktionen. Ah, da gibt's Ereignisse. Was ist das eigentlich? Das will ich nicht. Ist das Föderation? Ashling, irgendwie, keine Ahnung. Und hier ist halt das Rotgebiet. Und hier ist irgendwie andauernd Krieg und weiß nicht. Ich bin ja eigentlich nur in dem Gebiet. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Deshalb, ja. Wow! Sind gleich da. Der trotzdem weiter beschleunigt. Gut, das wird ja mal lustig. Mal gucken, was das hier wird. Hier um diese Mafia-Spiele. Die hieß ja auch Mafia. Wo ich das hin? Stand ja da in der Missionsbeschreibung hier zur Mafia. Die waren jetzt hier. Und es ist doch keine hier Spezialorganisation von der Politik. Also vielleicht auch wirklich nur Mafia. Und vielleicht kriege ich dazu umso bessere Beziehungen da hinzu. Gute Beziehungen zur Mafia ist immer gut. Bleibt weg, wenn ihr nicht im Feuer sterben wollt. Aha, das ist schön. Hexenverbrennung machen die auch hier. Ich glaube, in dem Sternsystem war ich noch nie, oder? Hier gibt es nur Tod und Verderben. Oder so. Das ist doch schon mal gut zu wissen, ne? Tod und Verderben. Schön, sieht aus wie Io. Der Mond. Kommt noch ein bisschen näher. Über 1000 Kilometer pro Sekunde können wir bleiben. Und wir sind raus.
ne? Schön. Ey, jetzt lass mich bloß hier andocken, Leute, ey. Ich mach den Mist nie mit. Na, die erwarten mich doch hier. Was ist denn das da links? Was ist denn das? Was bist du? Ah, ich sollte nicht... Ja. So viel dazu. Du bist irgendwie frei. Ach, du bist eine Waffenplattform. Ich bin gegen eine Waffenplattform geknallt. Das ist ja natürlich typisch für mich. Knallt gegen eine Waffenplattform. Was? Was? Was war denn das jetzt? Kein Herumlungern. Was? Verstoß gegen die Regeln? Sterben haben es aufgehoben. Lande haben es wieder hergestellt. Was? 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 Also irgendwas ist gerade passiert. Ich betrete mal den Hangar. Mir gefällt die Sache nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So, das ist Turan Orbital. Ich glaube, hier war ich doch schon mal. Na dann. Erschlossenes System. Sie haben uns wichtige Informationen über die Yakuba Exchange Fraktion geliefert. Die werden vor Wut schäumen, wenn wir ihnen ihre nächste Lieferung abjagen. Zu schade, dass ich hier festsitze. Sie haben gute Arbeit geleistet und wenn sie mich fragen, waren sie jeden Kredit wert. Nur 5.000. Wirtschaftsabschwung. Aber den Ruf, der ist gestiegen. Bei Potrit Goldmafia. Das hat sich für mich gar nicht gelohnt. Nicht einmal ansatzweise. Nicht einmal ansatzweise. Nein. Ruf. Aufschwung. Aha. Sinkt. Ach, der Ruf sinkt am Ende mit der Zeit. Oder? Bin verwirrt. Schiffsversicherung 95%. Was soll denn das heißen? Rückkaufkosten 0. Mhm. Ein Treibstoff investiert schon 657. Aha. Also, Föderation sinkt mein... Ruf, das ist schlecht. Sinkt. Neutral, sinkt. Kann das sein, dass es entweder mit der Zeit sinkt oder ich habe keine Ahnung. Gut, will ich aber sagen, hier, da höre ich hier insgesamt mal auf. War ein langer Tag und ich würde sagen, das hat sich definitiv nicht gelohnt, wenn ihr so eine Information bekommt. Ignoriert sie einfach. Es lohnt sich gar nicht. Ich habe jetzt 60.000 ungefähr, nicht miese gemacht, aber nicht verdient und habe auch noch da schlechte Beziehungen jetzt zu den anderen bekommen und ey, das hat sich gar nicht gelohnt, nicht mal ansatzweise in irgendeine Richtung. Jetzt gucke ich mal noch ganz schnell. Aha, ein Typ 6 Transporter, den können wir mal noch scannen aus Spaß. Ich weiß nicht, ob das durch die Station geht, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Gut. Subziele habe ich irgendwie keine. Fracht habe ich keine. Navigation.
galaktische Karte. Jetzt bin ich hier auch noch irgendwo. Potriti. Aha. Aha. Also ich bin hier. Es hat sich gar nicht. Gut, hier war ich glaube ich doch noch nie. Ich glaube, zu dem Stern wollte ich mal, weil das der einzige zur Nähe ist, der so hell leuchtet. Da habe ich schon mal gedacht, ja, ist hier irgendwas? Und da war aber nichts. Die habe ich jetzt erst entdeckt. Aha. Gut zu wissen, egal, hat sich nie gelohnt, macht sowas bloß nie. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen um das ganze Geld. Nebenbei hier Yakubaki, da komme ich die ganzen Aufträge her. Gegen die habe ich jetzt mich, glaube ich, auch Zachia Hudson. Zachias Hudson sind die gleichen, aber es ist ja, muss ja nichts heißen. Gut, naja, ein bisschen Zeit ist noch. Ich weiß was, ich fliege da jetzt noch wieder hin. Hier. Ja, das ist die Station. Genau. Komm, fliegen wir da noch hin. Ist ja noch ein bisschen zeitnahe Aufnahme und dann höre ich dann da auf. Wegen da bekomme ich die. Sind wirklich gute Aufträge eigentlich immer dabei. Na dann, heb ab. Ärger mich jetzt schon ein bisschen. Es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unglaublich guten Ruf bei der Goldmafia bekommen habe. Weil ich eigentlich denke, es ist also wen sind das? 5000, ey. 5000? So ein Mist. Ich ärgere mich da sehr jetzt. So, Energie wieder auf Schild und Antrieb. Lohnt sich nicht. Hat sich definitiv nicht gelohnt. So. Ärgere ich mich. Hätte nur noch zwei so eine Aufträge machen müssen, dann hätte ich die Cobra MK3 im Grunde schon gehabt. Naja, gut. Jetzt wissen wir aber, was da passiert. Ich hätte ja ein bisschen mehr Action, vielleicht noch eine Geschichte oder irgendeine Intrige, dass sie mich vielleicht engagieren als Spion oder irgendwas, irgendetwas. Ja, nur so, ha, sie waren definitiv jeden Credit wert. Hahaha, toll, hat mir nichts gebracht. Gar nichts hat mir das gebracht. Nicht einmal ansatzweise irgendwas. Die haben ja auch die Sklaven, die wollten ja, stand der Information da, aber die Sklaven waren halt die Informationen. Die haben dann wahrscheinlich gesagt, ja, das stimmt so, die von der hat uns dahin geschickt. Was weiß ich. Sklaven! Hab ich noch? Hab ich noch? Okidoki. Ich hab die Sklaven noch. Toll. Kann ich die verkaufen? Die ich verkaufen können. Kauft mir ja sonst keiner ab. Wenn ich die nicht verkaufen kann. Ich bin wieder zu schnell. Was passiert eigentlich, wenn ich da direkt auf den Planeten? Ich glaube, sowas sollte man nicht öfters machen. Das ist, glaube ich, nicht gut für das Raumschiff. Ach, nur 3 Tage. Okay. Oh, schöner Blick. Oh Gott. Ja, also Kinder, nicht zu nah an Planeten fliegen, wenn ihr auf Lichtgeschwindigkeit vorbeirauscht. Das ist nicht gut für das Raumschiff. Kann ich verstehen. Armes Raumschiff. Macht der Wobantrieb sich ja auch nicht lang. Yippie! Ist sie auf der anderen Seite? Ja, die ist auf der anderen Seite. Ich habe noch keinen bewohnten Planeten gefunden, wisst ihr das? Der hier ist ohne gerade ein schöner Ort zum Sterben, ey.
Wann soll das kommen, mit, dass man auf Planeten landen kann? Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Also ich glaube, ich noch nicht implementiert. Ach, das kostet ja Geld. Wie viel kostet denn das? Muss ich mir noch überlegen. Notfallsalber, ey, da hole ich mir das nicht, wenn es zu viel kostet. Die Bremsen sind doch jetzt. Ja, los! Wird auch Zeit. Video wird schon wieder viel zu lang. Hallo? 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 Gut, ich würde mal sagen, ich beende hier das Video, solange wir in diesem Raum Anomalie drin stecken. Mal gucken, ob wir das überleben. Ja, wir überleben es. Ich beende trotzdem das Video. Ich sag dann mal ciao und bis bald.